So, hallo. Also, ich war heute mal wieder, ich glaube, diesen Januar schon das dritte oder vierte Mal bin ich meinen Bienenständen abgefahren, wegen diesem Sturm. Also, wir haben ja andauernd diese extremen Windböen und langsam nervt es echt. Also, so oft Auto zu den Bienenständen gefahren im Januar, Februar, wahrscheinlich im ganzen Winter, wie jetzt die letzten 2 Wochen, bin ich noch nie. Es geht mir gar nicht so darum, ob die Blechdeckel runterfliegen. Ich meine, das kommt auch ab und zu vor, aber es brechen einfach auch Äste ab. Jetzt heute habe ich ein ganzes Bienenvolk gesehen, das umgeblasen wurde. Also das stand auf dem anderen drauf und ist einfach runtergeblasen worden. Also es wird es überleben. Ich habe es wieder eingesammelt. Aber es ist einfach blöd, wenn es da drauf regnet dann, ne? Oder drauf schneit oder deshalb einfach immer diese Kontrollfahrten. Aber wie gesagt, ja, es nervt einfach. Ja, also ich habe keine Steine auf den Deckeln. Das sagen viele. Warum tust du nicht Steine auf die Deckel? Weil im Normalfall heben sie. Es sind wirklich ganz vereinzelt welche und auch ganz selten. Jetzt dieses Jahr leider nicht, aber im Normalfall funktioniert es ganz gut. Steine habe ich einfach auch nicht wegen dem Gewicht. Ne? Ich habe jetzt nicht 5 Bienenvölker, wo ich dann 5 Steine irgendwo durch die Gegend fahre, sondern ich habe ja mehrere Bienenvölker und mein Motto ist ja auch ein bisschen, ich bin nicht der Spediteur, ne? Ich bin Imker und nicht Spediteur. Und meine Bienenstände, die wechsle ich ja auch und deshalb mache ich es nicht. Die Alternative wären Spanngurte. Für die Spanngurte habe ich aber momentan noch nicht die Aufstellung. Also das ist eine Überlegung gerade bei mir. Hängt zusammen mit der Wandertechnik, dass ich auf Zweierpaletten umsteige, also 2 Bienenvölker auf einer Palette. Und die dann maschinell verladen kann. Dann kann ich die natürlich auch super einfach und komfortabel über den Winter gurten und muss sie dann im Prinzip einmal aufmachen zur Oxalsäurebehandlung. Dafür spare ich mir zu Wintern wie jetzt heute eben ein paar Fahrten. Ja. Also das sind so diese grundlegenden Überlegungen. Aber wie gesagt, der Sturm. Zu den Bienenvölkern an sich, ich meine, das habe ich wieder 2, 3 gesehen, wo der Deckel verschoben war. Oder bei einem, ich habe einen Kandidaten, den beobachte ich gerade ein bisschen. Wirtschaftsvölker sind bei mir momentan oder überwintere ich auf 8er Tandwaben. Also das sind ja die relativ großen Waben. Dann ist noch der Schied in der Zarge und dann ist die voll. Und es funktioniert eigentlich super. Auswintern. Also ich arbeite ja nicht nach dem angepassten Brutraum, nach dieser Betriebsweise zum Beispiel von Hans Baer in Extremform. Also ich orientiere mich da ein bisschen, aber was ich absolut nicht mache, ist diese Einengung auf nur bienenbesetzte Waben. Also nicht so in Reinkultur. Das mache ich, wenn wir dann Richtung Auswinterung gehen. Dann enge ich meine Bienenvölker schon ein bisschen ein, auch zwangsläufig, weil ja die Futterwaben rauskommen. Und aber ich fange da nicht, wie es viele schreiben, wie es viele praktizieren, da fange ich nicht im März an oder manche fangen ja auch schon früher an, machen das mit der Oxalsäurebehandlung. Also das mache ich nicht. Da gibt es verschiedene Literatur. Klar, man kann da unheimlich viel drüber diskutieren. Aber es ist einfach auch unheimlich aufwendig. Ich muss vor allem mit der Fütterung hinterher sein, viel extremer hinterher sein. Und ich habe eben auch Material, dass ich wieder durch die Gegend fahre. Und das möchte ich vermeiden einfach. Ne? Ja, also mehr gibt es momentan auch noch nicht zu sagen. Ich hoffe, dass es irgendwann mal mit diesem Wind aufhört. Also es soll bei uns ja noch, sie bringen noch die ganze Woche Sturmböen. Und ja, wie gesagt, vielleicht wird es dann ja auch noch mal kalt. Also die Wettervorhersage sagt bisher auch noch nichts von einem größeren Wintereinbruch. Wir müssen einfach mal schauen, was jetzt kommt. Ne?
Also wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Ihr habt es ja auch gesehen, ich bin wieder für dieses Video nach drinnen gegangen, einfach wegen dem Wind, dass ich da eben nicht große Tonprobleme bekomme. Fragen in den Kommentar und abonniert weiterhin meinen Kanal so fleißig. Das freut mich echt, wie die Zahlen da nach oben gehen und wie das Interesse ist. Und dann wünsche ich euch alles Gute und bis nächste Woche.